Es gab mal einen Alkoholiker. Ungebildet, kein Benehmen. Er war einer der Schlimmsten seiner Gemeinschaft. Eines Tages war er mit seinen Freunden am Alkohol trinken. Er betrank sich öffentlich, ohne Scham. Plötzlich sah er eine Ansammlung von Menschen. Nur wegen einem Mann, der auf seinem Esel saß. Jede Menge Menschen, die ihn umkreisten. Und sie respektierten diesen Mann. Und jeder wollte sich mit ihm unterhalten. Dieser Anblick weckte seine Neugier. Er wollte wissen, wer dieser Mann war. Er wollte die Begeisterung der Menschen verstehen, also ging er zu der Ansammlung. Er näherte sich dem Mann, stoppte dessen Esel und sagte: "Wer bist du?" Er war schamlos. So war sein Charakter. Die Leute antworteten: "Er ist ein Muhaddith. Er ist jemand, der Ahadith überliefert. Er lernt die Ahadith auswendig und er lehrt sie anderen." Er sagte daraufhin, an den Muhaddith gerichtet: "Wenn du wirklich ein Muhaddith bist, nenn mir eine Überlieferung." Der Muhaddith hat die Situation verstanden. Er hat die Situation richtig analysiert. Also erzählt er ihm einen Hadith passend zu seinem Gegenüber. Er sagte: "Wenn du dich nicht schämst, so tue, was du willst." In diesem Moment wurde sein Herz erschüttert und er hat sich entschieden, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Also ging er zu einem berühmten Imam seiner Zeit, Imam Malik bin Anas. Er studierte bei ihm und er lernte die Ahadith von ihm. Und dieser Mann, der einst ein Alkoholiker gewesen war, wurde später der Lehrer von Imam Bukhari und Imam Muslim. Sein Name ist Abdullah ibn Maslama al-Qanabi, einer der berühmtesten Hadith-Gelehrten. Liebe Geschwister, aus dieser Geschichte können wir vieles lernen. Es ist nie zu spät, sich zu ändern. Du hast die Möglichkeit, Großes zu erreichen. Warte nicht auf Hilfe von anderen. Motiviere dich selbst. Sporne dich an, jeden Tag besser zu werden. Selbst die Sahaba haben unermüdlich an sich gearbeitet, obwohl ihnen das Paradies zu Lebzeiten versprochen wurde. Sie sind niemals in ihrer Entwicklung stagniert. Wenn du noch nicht angefangen hast zu beten, so stehe auf und bete. Warte nicht, bis jemand kommt, der dich dazu bringt. Und wenn du schon betest, so verrichte deine Gebete demütig. Wenn du über den Islam wenig weißt, nimm Bücher in die Hand und lies. Trage die Botschaft weiter. Hilf dir und anderen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß: "Wenn sich einer meiner Diener mir eine Spanne nähert, komme ich ihm eine Elle entgegen. Nähert er sich mir eine Elle, komme ich ihm die Weite seiner ausgestreckten Arme entgegen. Und wenn er zu mir gehen kommt, laufe ich ihm entgegen."